Bodenwerder und in unserem Münchhausen Museum. Wir sind hier zu Gast bei ihm, Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, genannt der Lügenbaron. In unserem Münchhausen Museum finden sich natürlich ganz viele persönliche Gegenstände des Barons, aber das Interessantere ist natürlich, wie hat man früher gelebt, wie ist man früher zum Beispiel gereist. Und der Baron hatte einen großen Geldkoffer immer bei sich, der entschieden größer war als sein Reisekoffer, aber mit ganz vielen Schlössern gesichert, sodass man also hier sehen kann, welche ganz aufwendige Mechanismen man damals schon hatte, um sein Portemonnaie zu sichern. Der Baron ist ja dafür bekannt, dass er seine Geschichten erzählt hat. Und er hat sie erzählt bei großen Jagdgesellschaften. Man kam gerne ins Weserbergland und hat sich dann nach den Jagden, hier ist es ja sehr wildreich, oben in der Grotte zusammengesetzt. Und er hat erzählt. Die berühmteste Geschichte unseres Barons ist sicherlich die mit dem Ritt auf der Kanonenkugel, die fast wirklich jeder kennt. Hier haben wir sie, die Kanonenkugel, mit dem der Baron in die eine Festung hineingeflogen und in der Luft umsteigend auf eine andere wieder zurückgekommen ist. Im Andenken an die fabulösen Geschichten des Barons wird seit 1997 der Münchhausen-Preis verliehen. Es bekommen in ihnen verdiente Menschen der Erzählkunst. Das können Kabarettisten sein, das sind aber auch Schauspieler. Jetzt im letzten Jahr 2018 war es Christoph Maria Herbst. Das Rathaus der Münchhausenstadt Bodenwerder ist das Geburtshaus unseres Barons. Im Jubiläumsjahr 2020 werden wir hier auf dem Münchhausenhof und natürlich auch in der ganzen Stadt den Sommer über seinen Geburtstag gebührend feiern. 300 Jahre, was für eine Zahl! Vor der romanischen St. Marienkirche. Hier ist unser Baron von Münchhausen begraben. In der St. Marienkirche wird 2020 am 11. Mai, wenn unser Baron 300 Jahre alt wird, der Festakt stattfinden, den wir ihn zu Ehren abhalten werden, mit ganz vielen Gästen aus nah und fern, aus Land und Bund und aus der Region. Da er eine nationale Persönlichkeit ist, unser Baron, wird es dann zum Jubiläumsjahr eine Briefmarke geben. Aber es wird auch eine Münze geben. Ihm zu Ehren wird es eine 20-Euro-Silbermünze geben. Das Team unseres Münchhausen-Museums erwartet Sie jeden Sommer von April bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr. Zur Saisoneröffnung dieses Jahr am 30. März, einem Samstag, freuen wir uns ganz besonders auf unsere Gäste und haben uns als Aktion überlegt, dass jeder 10. Besucher von uns ein kleines Präsent bekommt.